Tag Nummer 1 und ich habe noch nichts gegessen, meine Tabletten auch noch nicht genommen, also die Globuli. Und ich muss sagen, ich bin mir noch nicht sicher, dass ich diesen Tag überstehen werde, ohne Hungerattacken zu kriegen. Habe ein bisschen Angst, aber mal gucken, wir werden das sehen. Ich hatte jetzt das erste Mal mein Flohsamen-Frühstück. Gott, ich bin noch echt müde. Mein Flohsamen-Frühstück zu mir nehmen und gucken, wie lange das satt hält. Meine Mutter meinte, das hält ewig und 3 Tage satt. Und wahrscheinlich muss ich mir irgendwas überlegen, um den Geschmack zu optimieren, aber das kann ich ja dann machen. Ja, ich werde heute Abend auf jeden Fall noch mal ein kleines Update einwerfen, aber das nur mal zum Anfang meiner HCG-Diät. Also wenn das nicht nach einer mega nahrhaften Nahrung aussieht, dann weiß ich auch nicht. Der Apfel ist übrigens schon verspürbar für die Schule und die Flohsamenschalen gibt es gleich aufgelöst in Wasser. Ja, mal gucken, ne? So, Update nach Tag 1, nach überstandenem Tag 1. Erstens, ich muss dringend irgendwas an meinem Frühstück ändern. Ich habe jetzt diese Flohsamenschalen gefrühstückt, in Wasser aufgelöst und das war echt glibberig und hat nicht sehr gut geschmeckt. So ein bisschen nach Kamille, aber es war vor allem glibberig und schwer runterzubekommen. Also habe ich mir jetzt so ein Diät-Shake-Pulver mit Himbeergeschmack gekauft, um das ein bisschen aufzupimpen. Ich habe das mit den wenigsten Kalorien genommen, das ich finden konnte und hoffe, dass ich so morgen mein Frühstück ein bisschen besser runterkriege. Dann muss ich dringend früher als um 2 Mittag essen. Das habe ich nämlich heute gemacht und es war zu spät und ich hatte zwischendurch Hunger und mein Magen hat ziemlich in der Schule geknurrt, weil ich nach dem Flohsamen-Frühstück nur einen Apfel und eine Birne gegessen habe in der Schule. Ja, ich bin es gewohnt, relativ viel zu frühstücken und da war das nicht so geil. Ich muss das noch irgendwie optimieren. Ansonsten Mittagessen und Abendessen waren super. Ich habe anständige Portionen gegessen, beide mit so um die 200, 250 Kalorien. Das war echt gut. Ich fühle mich satt, ich fühle mich gut. Also mein Magen fühlt sich ein bisschen leerer an als gewohnt, aber nicht, dass ich hungrig bin. Also muss ich einfach daran gewöhnen, dass der Magen nicht mehr so gefüllt ist wie sonst. Ansonsten trinke ich ganz viel und ich bin der Meinung, wenn ich an dieser Frühstücksroutine noch irgendwas verbessern kann, dann könnte das echt funktionieren. Ich bin gespannt und ja, drückt mir die Daumen. Ich guck mal, wann ich mich dann wieder melde, wenn es irgendwas Neues entwicklungstechnisch zu erzählen gibt auf jeden Fall. Ansonsten muss ich mich morgen früh dringend wiegen. Das habe ich nämlich heute Morgen vergessen. Man soll nämlich so über die Tage sein Gewicht im Auge behalten. Ich kann euch da auch updaten gerne und ansonsten seht ihr, was kommt. Tag Nummer 2 neigt sich dem Ende. Was wollte ich sagen? Ich habe es schon wieder vergessen. Also, ich habe heute mein Frühstück, meine Flohsamenschalen zusammen mit diesem Molke-Drink mit Himbeergeschmack zu mir genommen. Und das war um einiges angenehmer. Hat um einiges besserer geschmeckt. Um einiges besser, nicht besserer. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Und war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, das zu kaufen und da reinzumischen. Ansonsten, wer auch immer behauptet hat, dass man nicht hungrig ist, der lügt. Also ich merke, dass ich so mit den kleinen kohlenhydratarmen Mahlzeiten auskomme, aber dieses Frühstück ist momentan echt noch keine gute Lösung. Nur diese Flohsamenschalen machen so 2-3 Stunden okay satt und dann muss ich halt was essen. Und ich habe es heute so gemacht, dass ich jedes Mal, wenn mein Magen geknurrt habe, einen Apfel gegessen hat. Das war bis zum Mittagessen um 1-2 Mal und es war okay, aber es ist echt nicht optimal. Und ich glaube, morgen esse ich irgendwie so Quark mit Erdbeeren zu meinen Flohsamenschalen und hoffe, dass das ein bisschen länger vorhält. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich habe mich doch endlich mal auf die Waage gestellt und zwar erst heute Mittag. Also vor dem Abendessen, nach dem Duschen quasi. Und das waren 94,6 Kilo, was quasi jetzt so als Startgewicht gilt. Ich sage einfach mal, 95 Kilo ist mein Startgewicht. Mal gucken, wo wir dann landen. Die morgendliche Gewichtabnahme ergab übrigens 93,8 Kilo. Sieht so aus, als wäre da schon ein bisschen was runter. Aber irgendwie wäre das echt krass in 2 Tagen. Und ich habe Hunger. Hallo, es ist Ende von Tag 3 und es ist mal wieder Zeit für ein Update. Als erstes die Frühstücksfrage. Sie ist endlich geklärt. Ich habe etwas gefunden, was gut schmeckt und ein bisschen länger satt macht und auch noch irgendwie befriedigend ist. Ich habe nämlich Quark mit Erdbeeren gegessen und da dann diese Flohsamenschalen und Wasser und dieses Molkepulver eingemischt und das war echt ganz gut. Ansonsten, was wollte ich sagen, spinnt mein Hungergefühl so ein bisschen und mein Appetit. Die vertragen sich irgendwie nicht miteinander. Also weil mein Magen fühlt sich die ganze Zeit super leer an.
Und mein Appetit sagt manchmal so, boah, ich hätte jetzt gerne Pizza. Und im selben Moment denke ich mir, eigentlich muss es jetzt echt nicht sein. Und das verwirrt mich noch so ein bisschen und da kann mein Magen noch nicht so richtig mit umgehen. Ansonsten macht sich das mit den Zwischenmahlzeiten ganz gut. Ich habe heute herausgefunden, dass ich Knäckebrot als Zwischenmahlzeiten essen darf und habe mir mal gleich so ein paar Scheiben eingepackt. Ich hatte auch ansonsten nur einen Salat zum Mittagessen, also war das ganz gut zum Aufstocken. Ich habe außerdem gemerkt, dass so Tage, wo man den ganzen Tag unterwegs ist und erst abends nach Hause kommt, wirklich schwierig sind, weil man morgens am besten schon am Abend vorher planen muss, was man so essen möchte, wann, und man muss das alles mitnehmen und das war ein bisschen doof. Ansonsten, ansonsten fühle ich mich noch nicht sonderlich energiegeladen und auch nicht sonders stimmungsaufgehellt, aber vielleicht kommt das ja noch. Nur um euch mal kurz zu zeigen, was ich mit Hunger und Appetit und sowas meine. Ich kam nach Hause und dachte mir, ich könnte Beeren essen und habe mir dann hier so eine Portion gemacht, Gemüse mit Hühnchen. Und es war ungefähr doppelt so viel, wenn nicht sogar mehr oder weniger, ich weiß nicht. Ungefähr doppelt so viel und dann habe ich das gegessen und dann dachte ich mir, eigentlich bin ich satt. Und ich glaube, ich lerne gerade so ein bisschen, ich zeige euch jetzt nicht mich, weil ich sehe total verwurstelt aus, immer noch schon wieder. Ich lerne gerade so ein bisschen auf mein tatsächliches Hungergefühl zu hören. Also wann habe ich wirklich Hunger und wann nur Appetit? Und ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Guten Morgen an Tag 4. Wisst ihr was, ich bin gerade auf die Waage gestiefelt und was sie angezeigt hat, war so, bam, es waren 93,3. So wenig hat sie noch überhaupt niemals angezeigt und das finde ich echt ganz cool. Weil ich gerade immer mal wieder Nachrichten bekomme, die einen besorgt, die anderen ein bisschen ruppiger, in denen es darum geht, es ist schädlich, so wenig zu essen und du wirst auf jeden Fall einen Jojo-Effekt haben und dein Stoffwechsel wird runterfahren und sowieso und überhaupt. Leute, ich weiß, was mit meinem Körper passiert, wenn man ihm wenig Kalorien zufügt. Deswegen mache ich diese HCG-Diät. Wenn ihr mir im ersten Video nicht zugehört habt, HCG ist ein Schwangerschaftshormon, das dafür sorgt, dass in der Schwangerschaft, wenn die Mutter wenig Nahrung zu sich nimmt, der Stoffwechsel eben nicht runtergefahren wird, sondern die Fettreserven angegriffen werden, um die Versorgung des Kindes zu gewährleisten. Und das soll dann eben auch dem Jojo-Effekt vorbeugen. So, wenn ihr möchtet, kann ich da nochmal irgendwie ganz, ganz ausführlich ein Video zu machen. Aber ich habe mich da vorher drüber informiert, was dieses HCG macht. Und ich habe mich auch vorher darüber informiert, was mit dem Körper passiert, wenn man ihm wenig Kalorien zuführt. Glaubt mir das, ich weiß, was ich mache. Vielleicht weiß ich nicht hundertprozentig, was ich mache, aber ich hoffe halt, dass es hilft und und dass ich danach mein Gewicht halten kann, weil ich plane nicht danach wieder so zu essen wie vorher, beziehungsweise wie ich gegessen habe, um zuzunehmen, sondern ich plane mich weiterhin gesund und ausgewogen zu ernähren und mich nicht vollzustopfen mit irgendwelchem Scheiß. Morgen, es ist Freitag und ich bin gerade auf die Waage gesteppt und irgendwie sind 100 Gramm weniger als gestern drauf, was eigentlich nicht so richtig sein sollte, weil in der ersten Woche das meiste Gewicht purzeln soll. Irgendwie deprimiert mich das gerade ein bisschen. Naja, ich weiß nicht. Wenn irgendwie jetzt die nächsten Tage sich auch nicht mehr was tut, dann überlege ich, ob ich irgendwas anders mache oder, keine Ahnung, das abbreche, weil dann wirkt einfach dieses HCG-Globuli-Kram-Zeugs bei mir nicht und tut nicht, was es soll und verhält sich wie bei jeder anderen Niedrigkalorien-Diät, was es ja eigentlich nicht sollte. Andererseits muss ich dazu sagen, dass ich heute Morgen auch noch nicht auf dem Klo war und ich auch mein Taillenumfang messe und da tatsächlich, glaube ich, ein Zentimeter weniger da ist, also who knows. Hallo am Freitagabend, Nachmittag, Abend, keine Ahnung, es ist 6 Uhr. Ich wollte nur Bescheid sagen, ich bin übers Wochenende weg und nehme wahrscheinlich diese Kamera zumindest schon mal nicht mit. Ob ich eine kleine einpacke, weiß ich nicht. Ich werde vielleicht auf jeden Fall nicht vloggen und das wollte ich ankündigen, falls es der Fall sein sollte. Falls es nicht der Fall sein sollte, also falls ich doch bloggen sollte, dann war diese Ankündigung hier umsonst und ihr könnt es ignorieren, aber ich komme dann erst Sonntagabend wieder zurück und würde mich dann Montag fürs letzte Mal in diesem Vlog-Abschnitt quasi bei euch melden mit neuen Informationen. Was ich sagen wollte,
Hunger ist immer noch so ein bisschen da. Also es ist nicht so, dass ich krass mega hungrig bin. Und ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich irgendwie von kleineren Portionen satt werde. Aber ich habe ja zwischen den Mahlzeiten trotzdem Hunger. Und heute im Supermarkt hatte ich auch so den ersten so Heißhunger. Ich bin am Süßigkeitenregal vorbeigelaufen und dachte mir so, oh, jetzt Schokolade. Und es war echt schwierig, keine Schokolade einzupacken. Aber ich habe mich am Riemen gerissen und ich bin auch sehr stolz auf mich. Ja, seid auch stolz auf mich. Und ansonsten, wie gesagt, vielleicht am Wochenende, Montag wieder, auf jeden Fall. Es ist wieder Montag und die erste Woche meiner HCG-Diät ist jetzt vorbei. Da wollte ich euch ein kleines Fazit geben von der ersten Woche. Folgen ja noch mindestens zwei. Ich glaube, ich beschränke es wirklich auf 3 Wochen und verlängere es nicht auf 4 oder 6, weil... ich wollte euch einfach, wie gesagt, ein Update geben und ein Fazit der ersten Woche. Also erstens, mein Körper hat sich bis jetzt vollkommen auf dieses Essverhalten eingestellt. Mein Hunger funktioniert so, wie die Mahlzeiten funktionieren und ich komme auch mit den kleinen Mengen und den wenig Kalorien gut klar. Ich habe nicht wirklich Heißhungerattacken. Also es ist nicht so, dass ich da sitze und denke, oh, ich brauche jetzt unbedingt Schokolade. Aber es ist auch nicht so, dass ich da sitze und es mich vollkommen kalt lässt, wenn jemand neben mir irgendwie eine Portion geiles Essen zu sich nimmt. Dann denke ich mir schon so, oh, davon jetzt was abhaben, das wäre geil. Oder wenn ich ja durch den Supermarkt gehe, so, jetzt sowas hier, das wäre schon schick. Aber es ist echt auszuhalten. Also das funktioniert schon mal ganz gut. Das zweite ist dann mein Gewicht. Ich habe mich heute Morgen gewogen. Das waren 92,7 Kilo. Das heißt, wenn wir wirklich von 95 ausgehen, wo ich ja nicht ganz sicher bin, weil ich mich morgens letzten Montag nicht gewogen habe, es könnte ein bisschen mehr gewesen sein, könnte ein bisschen weniger gewesen sein, dann sind es ungefähr 2,5 Kilo Gewichtsverlust, was für eine Woche zwar schon ganz schön viel ist, aber irgendwie, muss ich sagen, habe ich mir mehr erhofft, weil... ja, es heißt ja, insgesamt soll man so als Frau 8-10% seines Körpergewichts verlieren. Als Mann sind es übrigens 10-12%. Und in der ersten Woche soll das meiste Gewicht purzeln wegen Wassereinlagerungen und. Und ich habe das Gefühl, wenn jetzt erst in Anführungsstrichen 2,5 Kilo runter sind und die nächsten 2 Wochen vielleicht jeweils nur 1 Kilo folgen, dass sich dann der ganze Aufwand nicht so richtig gelohnt hat. Dementsprechend bin ich so ein bisschen... down, so, vielleicht ist das richtige Wort. Also ich will es nicht hinschmeißen, so, weil jetzt habe ich eine Woche schon durchgestanden, aber weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen demotiviert. Ich meine, 2,5 Kilo in einer Woche, wenn es denn 2,5 Kilo sind, sind immer noch ganz schön krass und so, aber ich habe mir halt mehr erhofft. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ich habe mich auch gemessen mit dem Maßband, weil es ist ja nicht immer nur Gewicht, es ist ja auch die Maße wegen Muskelabbau, Muskelaufbau und so weiter und so fort. Da ist auch was weniger, also an meiner Taille sind es glaube ich 3 cm oder so, an meinen Oberschenkeln 2. Ja, also ich habe schon auf jeden Fall was verloren. Ich habe mir nur, wie gesagt, erhofft, dass es schneller geht und so ein bisschen bam bam, krassere Ergebnisse. Ja. Das war das auf jeden Fall. Dann kommen wir zum Positiven. Ich habe gemerkt, dass sich mein Bindegewebe gestrafft hat. Das ist nämlich auch ein Nebeneffekt dieses Gonadotropins. Es wirkt sich auf das Bindegewebe aus. Ist ja in der Schwangerschaft auch ganz wichtig, dass das Bindegewebe da so ein bisschen fester ist, weil mit Baby im Bauch, das dehnt sich ganz schön weit aus und so. Ich bilde mir zumindest ein, dass mein Bindegewebe überall so ein bisschen fester geworden ist. Das finde ich super. Das kann gerne so bleiben. Ansonsten noch was Positives. Ich habe die ganze Woche lang keine Bauchschmerzen gehabt. Ich bin sonst Kandidat für Magenschmerzen, so Magenkrämpfe habe ich häufiger mal nach dem Essen und hatte ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es an der Diät selber liegt, dass ich weniger esse oder an der Zusammensetzung des Essens oder ob es vielleicht an dem MSN liegt. MSN ist so eine Schwefelverbindung, die nehme ich zusätzlich zum Entgiften. Also es kann auch einfach vom Entgiften kommen oder halt vielleicht auch durch die Flohsamenschalen, die ja den Verdauungstrakt reinigen. An irgendwas liegt es auf jeden Fall, dass ich keine Bauchschmerzen mehr habe und das finde ich super. Was ich stattdessen habe, sind Kopfschmerzen und ja, das könnte am Wetter liegen einerseits, weil es wirklich schwül ist und ich bin so ein bisschen wetterfühlig. Also es kann auch vollkommen am Wetter liegen, es kann auch einfach der Zuckerentzug sein. Das ist ja auch ein ganz typisches Symptom. Zum Beispiel für Leute, die diese 30 Tage Vegan for Fit machen, dass sie erstmal Kopfschmerzen bekommen, weil das Gehirn einfach Entzugserscheinungen hat, wenn man keinen Zucker zu sich nimmt.
Ja, das einmal. Und was ich noch habe, ist Schluckauf. Ich habe ständig Schluckauf. Weiß ich auch nicht, ob das irgendwie mit der Ernährung zusammenhängt oder mit irgendwas oder ob das Zufall ist oder keine Ahnung. Das wollte ich auf jeden Fall noch dazu sagen. Ja, ich hoffe, dass es in der nächsten Woche mindestens genauso weitergeht mit dem Gewichtsverlust. Also unter meine 90 Kilo wollte ich schon kommen und zwar auch abends. Also ihr wisst ja wahrscheinlich aus Erfahrung, wenn man abends auf die Waage steigt, hat man mal so ein Kilo mehr drauf als morgens, manchmal noch anderthalb und die sind dann am nächsten Morgen wieder runter. Ich würde gerne abends bei unter 90 Kilo sein. So, das wäre super. Und ja, ihr könnt mir mal sagen, ob ihr glaubt, dass ich das noch hinkriege oder irgendwas, was ich anders machen kann. Mache ich irgendwas falsch? Ich weiß es nicht. Vielleicht tue ich das, vielleicht auch nicht. No los, hey. Ja, das war auf jeden Fall die erste Woche. Ich verlinke euch am Ende nochmal mein Eingangsvideo zu dieser HCG-Diät, falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet. Und ansonsten folgt nächste Woche entweder das zweite Vlog-Video oder ein Food Diary, was sich ja auch viele gewünscht haben. Und bleibt dran, seid gespannt und gehabt euch wohl. Tschüss!